Heute ging es los und da hatten wir höchsten Besuch hier auf der Bundesgartenschau. Johanna Schärdl und Luis de la Rosa zeigen Ihnen, was heute den Tag über passiert ist. Die Sonne lacht, der Himmel nahezu wolkenlos. Viele Jahre der Vorbereitung, Nervenkitzel und Anspannung, alles für diesen Moment. Meine Damen und Herren, mit einem nochmaligen Dank an all diejenigen, die das in den letzten Jahren für uns haben entstehen lassen, eröffne ich die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Herzlichen Dank. Pünktlich um 11 Uhr begrüßen die Buga-Verantwortlichen zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz die Besucher auf der Bundesgartenschau 2023. Steinmeier lobt den Vorbildcharakter der Buga, der zeige, wie sich Stadt und Natur vereinen lassen. Ich hoffe, dass sich möglichst viele hier in Mannheim vor Augen führen lassen, wie Stadtteile eine spürbare Verbesserung von Lebensqualität durch kluges Anlegen von Grünzügen erhalten, wie sich das Stadtklima merklich und nachhaltig verbessern lässt. Auch Peter Kurz betont die Wichtigkeit der Buga für eine grüne Stadt Mannheim. Der hier entstandene Naturraum ist Teil eines durchgehenden Grüngürtels um Mannheim, der Freiräume und Biotope verbindet. Zugleich haben wir Raum geschaffen für neue Radwegeverbindungen und neue städtebauliche Entwicklungen, die zeigen, wie andere Baumaterialien, innovative Wohnformen und eine kluge Kombination von Dichte und Freiraum eine dem Menschen und der Umwelt gerecht werdende Zukunft gestalten lassen. Im Anschluss an die Eröffnung führt Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach die Politprominenz durch die grüne Ausstellung. Über 200.000 Blumen und 214.000 Pflanzen wurden für die Ausstellung eingesetzt. Vorbei an Gewässern, Blumenwiesen und Gärten. Bis zur letzten Minute haben Gärtner hier Hand angelegt. Ministerpräsident Kretschmann sieht durch die Buga auch das Land Baden-Württemberg repräsentiert. Aber auch ein schönes Land, ein Industrieland. Und beides wird hier präsentiert, ist also ein bisschen wie ein Kaleidoskop, in das man guckt und man sieht da ein bisschen ausschnittartig, dass Baden-Württemberg ein sehr vielfältiges, reiches und schönes Land ist. Die Veranstalter freuen sich bereits am ersten Tag über zahlreiche Besucher. Einige haben sich gleich eine Dauerkarte gesichert. Rund 60.000 wurden davon bisher verkauft. Eine Dauerkarte gehört Oberbürgermeister Peter Kurz. Die habe ich mir auch bewahrt, natürlich als erster gekauft, und die habe ich auch immer in der Tasche jetzt. Wem eine Dauerkarte zu teuer sein sollte, die Tageskarte für Erwachsene gibt es für 28 Euro. Bis zum 8. Oktober haben Interessierte die Möglichkeit, die Buga zu besuchen und sich von der bunten Blumenpracht beeindrucken zu lassen.